Tarifeinigung der Metall- und Elektroindustrie. Entscheidung am 14. Februar. Duisburg entscheidet in dieser Woche über die Tarifeinigung in der Metall- und Elektroindustrie. Am Mittwoch verhandeln IG Metall und Arbeitgeberverband darüber, ob sich der Abschluss in Baden-Württemberg auf Nordrhein-Westfalen übertragen lässt. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass die Einigung angenommen wird. Unter anderem sollen die Metaller ab April 4,3% mehr verdienen. Effizientere und umweltfreundlichere Kraftwerke sollen dabei helfen, die Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen. Die Uni Duisburg-Essen beteiligt sich an einer Forschergruppe mit 10 europäischen Partnern aus Industrie und Forschung, die eine neue Kraftwerkstechnik erprobt. Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt und wird von der EU gefördert. Die Idee ist, eine Anlage von 25 Megawatt im überkritischen Bereich von Kohlendioxid zu betreiben. In diesem Zustand ist das Gas so dicht wie eine Flüssigkeit und dabei so zäh wie ein Gas. Das erhöht den Wirkungsgrad des Kraftwerks, reduziert aber gleichzeitig den Schadstoffausstoß. Azubis Recruiting Trends 2018. Die Fachkräftelücke in den Unternehmen wird immer größer. Der Engpass entsteht unter anderem auch deswegen, weil sich immer weniger junge Menschen für eine betriebliche Ausbildung gewinnen lassen. Doch woran liegt es, dass der Besuch der Hochschule eine Ausbildung vorgezogen wird? Auf diese Frage sucht der heimische Unternehmerverband Antworten. Er ruft deswegen unter anderem Ausbilder und Azubis zur Beteiligung an der Studie Azubis Recruiting Trends 2018 auf. Studien der vergangenen Jahre zeigten zum Beispiel, dass viele junge Leute großen Wert darauf legen, Arbeit, Familie und Freizeit in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Insgesamt zeigt sich, dass junge Leute nicht nur Karriere wollen, sondern sich vor allem mit dem Sinn ihrer Tätigkeit identifizieren möchten, so Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Wolfgang Schmitz. Dies seien Entwicklungen, auf die die Unternehmen reagieren müssten. Bei der aktuellen Studie kann man ganz einfach online mitmachen. Sie ist erreichbar unter www.testsysteme.de/studie. Deutsche Bahn, Fahrplanänderungen in der Zeit vom 20. bis zum 27. Februar. Die Deutsche Bahn führt in unterschiedlichen Zeiten und Streckenabschnitten entlang der Regionalexpresslinien RE2 und RE42 sowie der S-Bahn-Linie S2 Arbeiten an den Weichen durch. Die Züge der Linie RE2 werden zeitweise zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Hauptbahnhof mit Halt in Oberhausen und Essen-Altenessen umgeleitet. Die Halte in Mülheim Hauptbahnhof und Essen Hauptbahnhof fallen aus. Die Züge der Linie RE42 werden am 20. und 26. Februar zwischen Gelsenkirchen und Duisburg umgeleitet. Auch hier fällt der Halt der Regionalexpresslinie in Mülheim und Essen aus. Und die Züge der Linie S2 fallen zwischen Essen und Gelsenkirchen aus. Aufgrund unterschiedlicher Bauzustände sind verschiedene Ersatzmaßnahmen erforderlich. Die gesamten Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Verschiebung der Entsorgungstermine durch Rosenmontag. Durch den Rosenmontag verschieben sich die Hausmüll-, Biotonnen- und Altpapierabfuhr um jeweils einen Tag nach hinten. Für die gelben Wertstofftonnen ist in der Druckversion des Abfallkalenders die Verschiebung bereits berücksichtigt. Auch im Online-Abfallkalender und in der App sind die Termine für alle Abfallarten aufgeführt. Rosenmontag bleiben das Kundenservice-Center sowie alle Recyclinghöfe der Wirtschaftsbetriebe Duisburg geschlossen. Alle aktuellen Termine sind auch online unter www.wirtschaftsbetriebe-duisburg.de zu finden. Stadt Moers sucht Betreuer für die Tummelferien. Motivierte, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Spaß an der Arbeit mit Kindern haben, sucht der Fachbereich Jugend der Stadt Moers für die Tummelferien. Das städtische Ferienprogramm findet in den ersten 2,5 Wochen der Sommerferien, also vom 16. Juli bis zum 1. August statt. An 5 Standorten können rund 850 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren abwechslungsreiche Ferien verbringen. Die Betreuer haben die Aufgabe, die Kinder bei den täglich wechselnden Aktivitäten und Projekten zu begleiten und für Spaß zu sorgen. Bewerben können sich Frauen und Männer ab 16 Jahren. Für die Mitarbeit bei den Tummelferien erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. Wer mithelfen möchte, sollte sich baldmöglichst melden, denn die Plätze sind beschränkt.
Meist sonnig mit ein paar Wolken am Himmel. So schön zeigte sich heute das Wetter an Rosenmontag. Und auch morgen geht es sonnig weiter. Bis zu 8 Sonnenstunden erwarten uns und es bleibt den ganzen Tag über trocken. Die Werte erreichen zwischen minus 2 und 7 Grad. Am Mittwoch ganz ähnlich. Sonne satt. Dabei liegen die Temperaturen zwischen minus 2 und 6 Grad. Am Donnerstag schieben sich dann wieder einige Wolken vor die Sonne und es ist mit Regen zu rechnen. Dafür wird es aber auch wieder etwas milder, mit Werten bis zu 8 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Liebe Autofahrer, achten Sie auf die Geschwindigkeit, denn auch morgen wird im Stadtgebiet wieder geblitzt. Radarmessstellen stehen unter anderem auf der Bekerstraße in Althamborn und auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Marxloh. Außerdem behindern Baustellen die freie Fahrt. Auf der Bismarckstraße in Neudorf Süd laufen Straßenausbauarbeiten zwischen der Gustav-Freitag-Straße und der Pappenstraße. Die Bismarckstraße ist in Richtung Pappenstraße nur einspurig befahrbar und wird als Einbahnstraße ausgeschildert. Die Gegenrichtung wird über die Memelstraße und die Mühlheimer Straße umgeleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Juni. Eine weitere Baustelle befindet sich in Rheinhausen auf der Friedrich-Ebert-Straße. Hier werden gleich mehrere Lichtsignalanlagen erneuert sowie Kanalschachtsanierungen durchgeführt. Die Arbeiten finden unter Verkehr statt. Lediglich punktuell für ein kleines Zeitfenster werden die Zufahrten der abgehenden Straßen gesperrt. Die Arbeiten sollen am 9. März abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und angenehme Fahrt. Starten Sie gut in die neue Woche.